Servus, liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird ein Lagavulin 16 Jahre Distillers Edition. Einlager Wulin Distillers Edition. Ja, ist jetzt nichts Besonderes eigentlich. Der hier schon. Also eigentlich ist er auch nichts Besonderes. Besonders ist, dass er abgefüllt wurde im Jahre 2012. Und der Kollege ist eine Litterpulle, ist ein 16-Jähriger. Ich habe den in der Whisky Base anhand des ERN-Codes gegoogelt oder gebased oder wie man das auch immer nennt. Und die Flasche kostet heute zwischen 459 und 550 Euro. Die gibt es nämlich wirklich noch beim einen oder anderen Händler zu kaufen. Ich glaube, der Ausgabepreis damals war 79 Euro. Es handelt sich um einen Lagavulin Distillers Edition, einmal jährlich normalerweise. Und ist 16 Jahre alt, hat 43 Volumenprozent, genau. Und müsste gefärbt sein, meines Wissens. Ich bin mir aber nicht sicher. Es steht nichts drauf, hat aber eine tolle Farbe. Wie gesagt, ein Klassiker unter den Whiskys. Man kennt ihn, man schätzt ihn, man liebt ihn. Ui, klapper, klapper, die Waldfee kommt. Und ich habe den auch schon vor 15 Minuten eingeschenkt und das ist eigentlich was ein Fund aus dem Keller ist. Wie schon neulich, wo ich den Etradauer machen durfte, hat der Klaus mir diesen Whisky vermacht und hat gesagt, für ihn ist er eigentlich nichts und für seine Frau ist er auch nichts. Und ich habe mich freudig dran gemacht, den mit nach Hause zu nehmen. Punkt 1, um ihn selber zu genießen, weil ich Lagavulin eigentlich ganz gern mag, aber sehr selten eigentlich im Video habe, gebe ich zu. Und das zweite Thema ist, dass ich die Distillers Edition ja kenne, schätze und jetzt mal super gespannt bin, wie so ein Whisky 2012 geschmeckt hat. Ob der dann heute 500 Euro wert ist im Schnitt, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Schauen wir uns mal die Farbe an. Farbe ist ein schönes, dunkles Bernstein ins Rotbraun gehende. Allerdings, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht weiter geguckt, ob der gefärbt ist oder ob der natürliche Farbe hat. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die filtrieren auch. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Näheres wisst, nehme ich gerne auf. Also halten wir mal unsere Nase rein und schauen mal, was der Lager 16 Klassiker von 2012 denn zu bieten hat. Ui, erdige, vergorene Äpfel, richtig wie wenn du im Herbst beim Spaziergang auf eine Obstplantage gehst, wo die Äpfel mit den Wespen schon am Kämpfen sind, um die Vorherrschaft, wer gewinnt. Meistens die Wespe, weil der Apfel dann runterfällt, wenn er nicht gepflückt wird. Und dann mosten diese vor sich hin und genau so einen Fruchtton hast du hier im Whisky drin. Mit einem ganz, ganz zarten Rauchfähnchen, was leicht an die See erinnert. Oder ans Meer, mit einem ganz zarten Mentholeinfluss und leicht geräuchert. Sehr, sehr angenehm. Erdig, bisschen erdige Noten kommen in die Nase. Und du riechst schon jetzt, das ist kein junger Whisky. Alkohol nimmst du gar nicht wahr. Ah, diese schöne, leichte Kräuterbrise mit diesem vergorenen Apfel. Wie so ein Federweiser aufgesprittet. Und wirklich so ein total angenehmer Rauch, so eine Rauchschwade vom Lagerfeuer.
So müsst ihr euch das vorstellen. Die maritime Seeluft, die salzige Seeluft kommt. Also das ist wirklich vom Eindruck her, als wenn man in Schottland bei Lagavulin ist und sitzt auf denen ihrer Terrasse, schenkt sich den ein, grillt ein schönes Bündle, glasiert es mit Honig, hat einen schönen Apfelsaftschorle dabei, richtig schön süß, naturtrüb, frisch gepresst, und das vermixt man alles im Mixer und dann füllt man es ab. Dann hast du ungefähr das, was ich hier in der Nase habe. Sehr, sehr lecker. Ja, ich probiere. Slanche mal. Ja, das, was ich in der Nase habe, gibt er mir auch direkt am Mund weiter. Du hast eine erdige, gärige Apfelnote. Du hast einen wunderbar kross geräucherten Speck, nicht verbrannt, mit Honig einglasiert. Alkohol, ich will nicht sagen, ist ein Limonad, aber am Ende ist einer drin, nimmst du aber nicht wahr. Wunderbar ausbalanciert, du merkst kaum Bitterheit vom Holz, du hast diesen typischen Lagavulin-Touch, diesen, wenn man den normalen 16er kennt, da ist der Rauch ein bisschen gediegener, da ist der ganze Whisky ein bisschen runder. Jung ist er nicht, klar, 16 Jahre, und ein wunderbares Old Bottled Flavor. So haben die Whiskys damals geschmeckt, so schmecken sie heute nicht mehr. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, möchte ich gar nicht beurteilen. Was ich sagen kann ist, es ist einfach ein Erlebnis und so ein Flashback in die alte Zeit, wenn man so einen alten Whisky, und ich meine jetzt nicht alt, weil er 16 Jahre ist, sondern so alt abgefüllt, dass man da schon Unterschiede zu den heutigen Abfüllungen erkennt. Ich will gar nicht sagen, dass die heutigen schlecht sind, denn Lagavulin macht eigentlich durchgängig vernünftige Whiskys meines Erachtens. Und wenn man sich überlegt, dass die Flasche damals als eine 1-Liter-Flasche 79 Euro gekostet hat, dann ist das Value for Money. Das war ein toller Whisky. Ja, steht im 16er klassisch in nichts nach. Er ist etwas weniger ohne Kanten, noch weniger ohne Ecken. Ist ein richtiger Gaumenschmeichler. Das ist so ein Whisky, wo ich sage, ach, da kann man in alte Zeiten verfallen und sich da wunderschön mal so ein schönes Träumchen geben. Also die Nase hervorragend. Also, trink noch einen. Wie ich sage, nicht komplex, der Kollege. Ganz klare Linie. Vergorener Apfelmost, schöner leichter Rauchschwaden, minimal honigglasierte Rauchnote. Malz, Honig, Schicht im Schacht, Feierabend. That's it. Aber das macht er in Perfektion. Ja, toller Dram, leider unbezahlbar. Müsste man sich mal hergehen, müsste man mal gucken, ob vielleicht habt ihr zufällig eine neue Distillers Edition irgendwo daheim stehen, die ihr offen habt. Vielleicht ist das mal eine Möglichkeit, die gegeneinander zu verkosten, weil ich hole mir jetzt nicht wieder eine neue. Habe sowieso viel zu viele Flaschen, die ich aufreißen darf für die Videos. Also wenn jemand mal was hat und ihr wollt mal was anbieten,
ein Sample oder irgendwas oder als Altglas mit so einem letzten Schluck, dann würde ich da echt mal einen Vergleich machen, würde mich wirklich mal interessieren, wie der zum heutigen abschneidet. Also wie gesagt, heute nicht mehr bezahlbar, zwei Händler habe ich gefunden, 459 bis 549. Unfassbar teuer, nein, das ist er natürlich nicht wert. Was er damals gekostet hat, ist er mehr als wert. Ja, meine Lieben, wer kennt den von euch? Wer hat den schon probiert? Was haltet ihr von der Distillers Edition, sowieso von Lagavulin? Machen ja nun alle Distillerien. Also ist ja erstmal per se auch nichts Verkehrtes dran. Ich finde ihn super lecker. Kaufempfehlung, ja, zum damaligen Preis absolut, zum heutigen Preis nein, auf keinen Fall. Das kann er natürlich niemals bringen, was da aufgerufen wird. Aber ein toller Whisky. Vielen Dank dir nochmal, Klaus, fürs Überlassen der Flasche, weil das ist wirklich was, was ich sehr genießen werde, bis er denn dann das Zeitliche segnet. Ja, meine Lieben, wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann sehr gerne einen Daumen nach oben oder noch viel, viel besser ein Abo dalassen. Und ansonsten verbleibt mir wie immer zu sagen, raise your horns, stay hard und slangema. Und ich verbleibe mit warmen Worten bis zum nächsten Mal. Euer Whisky-Häcksler. Macht's gut und haut rein.